Schon bei der offiziellen Eröffnung der Ausstellung Notlösungen im Armenhaus von Lindenberg war das Interesse groß. Der Ausstellungsname hatte neugierig gemacht. Das Interesse wurde auch nicht enttäuscht. Der Sammler Herbert Wintersohl versteht es, die Geschichten der einzelnen Gegenstände zu erzählen. Die Faszination überträgt sich. Ja, diese Zeit an sich ist natürlich schon deshalb faszinierend. Sie begann mit dem Ende des Krieges und hörte 1948 mit der Währungsreform auf. Nur in dieser Zeit, in diesen dreieinhalb Jahren etwa, kam es zu dieser unglaublichen Improvisation, dem Umbau von Kriegsmaterial zu Haushaltsgeräten, Gegenständen aller Art. Es war keine Möglichkeit mehr gegeben, vor Ort die Produktion neu zu beleben. Es war 100% Kriegsproduktion am Ende des Krieges ja da, aber es gab keine Möglichkeit, die Produktion auf privaten Bereich umzustellen. Und es gab kaum die Möglichkeit zu fahren, Material zu besorgen, Maschinen zu ändern. Also musste man mit dem, was man hatte, weiterarbeiten. Und das ist das Ergebnis, was wir hier heute sehen. Vorhandenes Material umbauen, umändern und dann zivil nutzen. Ob ein zum Nudelsieb umgebauter Helm, Handtücher aus Mehlsäcken oder eine Gasmaske als wahre Fundgrube. Die Bandbreite ist groß. Die Masken wurden verarbeitet zu Dosen aller Art. Gerade der Filter war dafür ganz groß prädestiniert. Die Transportdose der Maske zur Saftkanne, zur Milchkanne, zum Milchtopf, zu Behältnissen aller Art. Die haben am meisten gefehlt nach dem Krieg, Behältnisse aller Art. Aus dem Filter selbst wurde späterhin die Ölkanne. Es wurde eine Schmuckdose draus. Alles, was man sich vorstellen kann und was machbar war, wurde auch gemacht. Das hier ist zum Beispiel ganz typisch für diese Zeit eine Ölkanne. Sie wurde aus diesem kompletten Filter gemacht. Man sieht hier noch deutlich die Beschriftung. Nichts wurde verändert. Sogar die Verschlusskappe im Original wurde belassen, durchstoßen, eine Tülle drauf. Anschließend der ehemals offene Boden mit dem Deckel einer Konservendose verschlossen. Und schon war die Ölkanne fertig. Und wir hören heute noch das typische Ölkannengeräusch, was man braucht, damit das Öl läuft. Die Ausstellung kann ab sofort jeden Sonntag im Armenhaus in Lindenberg bei Buchlohe besichtigt werden. Und zwar bis März. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos unter herbert-wintersohl.de.